Ich glaube, es ist zuallererst wichtig zu wissen, dass es Wagner ja nicht darum ging, nur eine spannende Geschichte, eine sozusagen operntypische Geschichte zu erzählen, sondern es ging ihm auch darum, in den Figuren Mechanismen zu zeigen, deren Zusammenwirken letztlich uns erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das heißt, hinter den Figuren stecken Triebkräfte, stecken unterschiedliche Prinzipien, Lebensansichten. Und das ist deswegen ganz wichtig, weil sich so eine Frage natürlich dann auch retrospektiv stellt. Das heißt, wir sind in der Götterdämmerung an dem Punkt, wo wir sehen, die Welt ist so, wie sie ist, und wir fragen uns, warum, und blicken dann zurück in die anderen Teile. Das heißt, wir blicken zurück auf das Rheingold, wo der Nibelung Alberich den Rheintöchtern das Gold raubt, den Ring schmieden lässt und so sozusagen das Böse in die Welt kommt. Wir blicken zurück auf die Walküre, auf Siegmund und Sieglinde, dieses Geschwisterpaar, das Inzest begeht, das rebelliert gegen die alte Ordnung und deren Vater Wotan das nicht duldet, der die alten Gesetze durchsetzt und Siegmund sterben lässt. Wir haben da die Halbschwester von Siegmund und Sieglinde, Brünnhilde, die Walküre, die sich anstecken lässt von dieser Rebellion, die auch bestraft wird, aber nicht sterben muss, sondern nur in eine Art Dornröschenschlaf versetzt wird. Dann kommt Siegfried. Siegfried ist der Sohn von Siegmund und Sieglinde und in ihm tritt uns ein Naturkind entgegen, das keine Furcht hat, das vor Kraft strotzt, das eben nicht gehemmt wird durch diese ganzen alten Regeln und Gesetze und der so stracks geradeaus durchs Leben geht und dabei, muss man sagen, ziemlichen Erfolg hat. Er weiß intuitiv, dass der Zwerg, der ihn aufgezogen hat, nicht sein Vater sein kann, dass er seinen Weg suchen muss, und dabei gewinnt er den Ring des Nibelungen, gewinnt einen Tarnhelm und gewinnt letztlich auch eine Frau, Brünnhilde, die er von ihrem Schlaf erlöst. Und das Ende des Siegfried ist eigentlich das Happy End einer Oper. Wir haben das Paar, das zusammen gehört, das sich gefunden hat, das in gemeinsamem Jubel nun einer freudigen Zukunft entgegenblickt. Und alles könnte ganz toll sein, wenn jetzt nicht noch die Götterdämmerung käme. Und diese Götterdämmerung ist interessanterweise gar nicht der Endpunkt, sondern in Wirklichkeit der Anfangsmoment der ganzen Geschichte. Als Wagner sich 1848 im Nibelungenmythos mit den Siegfriedsagen auseinandergesetzt hat, war Siegfrieds Tod, so der Originaltitel der Götterdämmerung, der eigentliche Ausgangspunkt. Das heißt, die ganze Geschichte ist rückwärts geschrieben worden, angefangen mit der Handlung von Götterdämmerung. Und selbst in Rheingold spürt man die Götterdämmerung schon, als Erda Wahlvater Wotan wissen lässt, ein düsterer Tag dämmert den Göttern. Das heißt also, der Untergang ist schon längst in der ersten Oper im Vorspiel Das Rheingold etabliert worden, von Loge sogar zynisch kommentiert, wenn die Götter in Walhall einziehen und er die Welt wissen lässt, ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnen. Das heißt, die Götterdämmerung hat tatsächlich schon im Rheingold begonnen, nur haben die Götter noch nicht die Zeichen ihres eigenen Untergangs zu lesen gelernt. Und das erleben wir dann eben in der Walküre und in Siegfried. Und nun landet die ganze Untergangsgeschichte in der wirklichen Welt zwischen Menschen bei den Giebichungen. Wagner hält hier eigentlich gar nicht so sehr die Handlung auf. Er rekapituliert vielmehr das, was wir eigentlich schon aus den vorangegangenen drei Teilen kennen. Er kommentiert und fügt es so ineinander, dass wir bestimmte Sinnzusammenhänge auch hier zum ersten Mal wirklich expliziert bekommen. Wie beispielsweise, dass Wotan die Weltesche verletzt hat, einen Ast abgebrochen hat, um darin dann Runen zu schnitzen, um seinen Vertragsspeer zu etablieren. Und die Art der Verwundung, die Wotan der Natur zugefügt hat, wird hier ganz deutlich
zur Sprache gebracht. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Ineinanderflechten von Vergangenheit, von Gegenwart und Zukunft mit den drei Nornen, die dann eben dem gesamten Publikum und bei uns auch auf der Bühne, dem gespielten Publikum, etwas wissen lässt, was wir brauchen, um dann nach dem Jubel, auf den gerade schon hingewiesen wurde, der große C-Dur-Jubel am Ende von Siegfried, wo mit leuchtender Liebe, lachender Tod doch eigentlich ein Happy End zu sein scheint, eine Zwischenreflexion eingefügt wird, bevor wir uns dann wieder dem scheinbar glücklichen Paar Brünnhilde und Siegfried widmen können. Bei uns im Verlauf ist ja Erda tatsächlich von Wotan am Ende von Siegfried umgebracht worden, sodass wir nun in einer Welt uns bewegen, in der der Kontakt zur Urmutter Erda, zur Urwalla abgebrochen ist und deshalb sich in rein menschlichen Kategorien bewegen wird. Wagner geht da ja unglaublich pädagogisch vor. Das hängt eben mit dem Sinn des Stückes zusammen, nicht nur bloß spannende Handlungen zu bieten, die sich in einem Fort erzählt, sondern immer wieder finden wir im Ring diese langen Passagen, wo rekapituliert wird, was ist eigentlich passiert und warum es ist es passiert. Das wird uns immer wieder vergegenwärtigt, damit wir selber auch diesen tieferen Sinn, dieses allgemeinmenschliche begreifen, damit wir das für uns annehmen. Und das ist eben gerade besonders auffällig am Anfang der Götterdämmerung, weil die Handlung schließt sich ja eigentlich ganz direkt an das Ende von Siegfried an. Wir haben Siegfried und Brünnhilde am Ende des Siegfrieds und dann nach der Nornenszene, schwupp, geht's mit den beiden gleich weiter. Und das sogar mit einem der interessantesten Momente der großen Frage, über die wir lange gesprochen haben. Wenn wir das Happy End haben am Ende von Siegfried, warum zieht nun Siegfried eigentlich los? Er hat die schönste Frau der Welt, er hat den Ring, er hat das Runenwissen. Was treibt ihn eigentlich fort aus dieser Glückseligkeit? Und die ersten Worte, die Brünnhilde uns wissen lässt, zu neuen Taten, teurer Helde. Das heißt, es ist tatsächlich Brünnhilde, die intuitiv weiß, dass ihre und Siegfrieds Bestimmung nicht darin liegen, in Glückseligkeit für sich allein zu leben, sondern eine Aufgabe an ein größeres Kollektiv vollbringen müssen. Und dieser Moment des intuitiven Wissens der Göttertochter Brünnhilde ist etwas, das uns eben die ganze Zeit in Götterdämmerungen beschäftigen wird, weil sie ja genau zwischen diesem übermenschlichen Wissen und ihrer menschlichen Beschränktheit hin und her geworfen wird und damit sicher zur interessantesten Figur überhaupt in der Götterdämmerung werden kann. Siegfried geht auf große Fahrt und da erlebt er eigentlich eine große Pleite, muss man sagen, weil er kommt an den Hof der Giebichungen des Königs Gunther, seiner Schwester Gudrune und seines Halbbruders Hagen und wird da erstmal richtig reingelegt, weil man arbeitet dort mit Tricks, man setzt ihn unter Drogen, das führt dazu, dass er Brünnhilde vergisst und verspricht, Gudrune zu heiraten. Das Ganze hat natürlich einen Preis. Er soll Brünnhilde für Gunther holen von diesem Flammenfelsen, den nach wie vor nur ein furchtloser Held durchschreiten kann. Eingefädelt hat das Ganze Hagen. Hagen ist, wie gesagt, der Halbbruder Gunthers und zwar ist sein Vater Alberich. Und da wissen wir schon, Alberich war die ganze Zeit über aktiv, um seinen Ring wiederzubekommen. Und das hat sich jetzt auch auf Hagen übertragen. Brünnhilde ist ja zurückgeblieben auf ihrem Felsen und muss nun erleben, dass ein fremder Mann kommt. Sie ist total irritiert. Das ist Siegfried, der Kraft seines Tarnhelms sich als Gunther verkleidet hat, in Gunther verwandelt hat, muss man besser sagen, und der sie dann einfach mit an den Hof nimmt. Das ist das Ende des ersten Aufzuges der Götterdämmerung. Im zweiten Aufzug erleben wir nun eigentlich etwas
Merkwürdiges. Die Götter, haben wir gehört, haben sich eigentlich schon zurückgezogen, aber Alberich taucht nochmal auf und versucht, seinen Sohn Hagen zu beeinflussen. Aber auch da merken wir, er hat eigentlich keinen richtigen Einfluss mehr auf seinen Sohn. Der weiß genau, was er will und dass er das für sich will. Er sagt dem Vater ganz klar, ich will diesen Ring für mich haben. Auch da sehen wir also so eine Art Ohnmacht der älteren Generation. Dann kommt auch schon Brünnhilde an den Hof. Es findet die erste große Chorszene statt. Der Fokus weitet sich, alle sind da. Und das ist also eine öffentliche, große Szene. Und da versucht Brünnhilde, Siegfried zu stellen, weil sie Verrat wittert. Siegfried leugnet alles ab, beschwört es sogar, aber kann den Zweifel nicht zerstreuen. Und am Ende des Aktes verbünden sich dann Brünnhilde, Gunther und Hagen, um Siegfried zu Fall zu bringen. Das ist das Ende des zweiten Aufzugs. Und im dritten geht es erstmal in einer ganz raffinierten Stauung sozusagen ganz harmlos weiter. Statt dass jetzt gleich die Jagd auf Siegfried eröffnet wird, sehen wir Siegfried erst mit den drei Rheintöchtern, eine verspielte, eine romantische, eine fast harmlose Szene, wo nur subkutan immer die Dringlichkeit der Situation durchscheint. Die plänkeln mit ihm und er gibt sich ganz elegant. Sie versuchen, ihm den Ring abzuschwatzen. Das gelingt auch beinahe, aber dann machen sie einen Fehler und er will das dann doch nicht und ist beleidigt. Dann kommen auch schon Hagen und seine Leute. Hagen bringt Siegfried dazu, sich an all das zu erinnern, was er ja vergessen hatte. Wir erinnern uns, er war ja mit einem Zaubertrank unter Drogen gesetzt worden. Und in dem Moment, als er sich an Brünnhilde erinnert, wird er von Hagen umgebracht. Siegfried wird heimgeholt. An den Giebichungenhof soll bestattet werden. Und prompt geht natürlich der Streit um den Ring weiter. Dabei kommt Gunther zu Tod, wird von Hagen ebenfalls ermordet. Aber Hagen kann eben diesen Ring nicht von der Hand Siegfrieds abziehen. Stattdessen soll die Leiche so verbrannt werden. Und Brünnhilde sagt, ich lasse mich mit verbrennen. Das ist der Weg, auf dem ich den Ring von seinem Fluche löse. Am Rande des Rheines wird ein Scheiterhaufen gebaut mit der Leiche Siegfrieds, mit Brünnhilde. Und in dem Moment, wo dieser Scheiterhaufen dann schließlich zusammenkracht in Flammen, tritt der Rhein über die Ufer und holt sich sein Gold zurück. Und das Interessante ist natürlich daran, dass mit den letzten Worten Hagens zurück vom Ring, der dann in den Rhein stürzt, nur auf sprachlicher Ebene die Handlung abgeschlossen ist. Musikalisch geht es noch weiter, dadurch, dass dann eben am Ende das schönste Motiv, das wir aus der Walküre kennen, das Liebeserlösungsmotiv, das tatsächlich von Sieglinde intoniert wird, als sie von Brünnhilde hört, dass sie mit Siegfried schwanger sei, o heeres Wunder, ist ein Moment, der dann tatsächlich amorph übrig bleibt. Also ein Versprechen, eine musikalische Utopie, die uns nicht an den Untergang gemahnt, sondern vielmehr uns dann in der Wirklichkeit eine Aufgabe überstellt, mit der wir dann umzugehen haben, wie man tatsächlich aus diesem Liebeserlösungsideal eine neue Welt aufbauen kann. Die Götter, die ja bisher eine so große Rolle gespielt haben, sind nicht mehr personell im letzten Teil der Götterdämmerung vertreten, wohl aber noch vorhanden, nicht nur in der Anrufung direkt von Wotan oder auch von Fricka, sondern auf ganz raffinierte Art und Weise ist es Wagner gelungen, in sein eigenes Textbuch die Götter einzuflechten, beispielsweise im zweiten Aufzug, wenn Siegfried Gudrune begrüßt, frei und hold sei nun mir frohem, haben wir tatsächlich drei Götter, Freier, Holder und Froh, die durch diese drei Adjektive in den Text Siegfrieds hineingewoben sind, sodass er sich damit quasi in göttliche Sphären erhebt, aus denen er im Folgenden dämmern wird.
In der Uraufführung 1876 hat sich für das Publikum und die Kritiker, auch für die Musiker, einiges geändert. Mit großer Begeisterung wurde registriert, dass nach der ewigen Einstimmigkeit des Gesanges nun endlich ein Chor zu hören ist. Das Herz geht einem auf, ließ Paul Lindau, ein Kritiker 1876, über die Integration des Chores verlauten. Und selbst der ebenfalls bei der Uraufführung anwesende Camille Saint-Saëns ist so begeistert von der Integration des Chores, dass er schreibt, dass keine der vorangegangenen Szenen, nicht nur an diesem, sondern an allen drei vorangegangenen Abenden, so einen Eindruck auf ihn gemacht hat. Man merkt das plötzlich nicht nur mit der Integration des Chores, sondern auch mit der Form des Terzettes, wie am Ende des zweiten Aufzugs, plötzlich Spuren der klassischen Oper, der Grand Opera, sich hier in Götterdämmerung wiederfinden. Und das führt zu dem aufregendsten und auch herausforderndsten Konflikt dieses Stückes. Wir haben den ältesten Text, den ersten, den Richard Wagner geschrieben hat, original betitelt Siegfrieds Tod, dann aber mit der neuesten Musik. Das heißt, er hat auch gar nicht mehr, obwohl er sich ja in seinem Musikdrama durch die anderen Opern, die er geschrieben hat, in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, er hat überhaupt nicht korrigiert und adaptiert, sondern hat den Originaltext tatsächlich so vertont. Und deshalb haben wir ein ganz anderes, opernhafteres Gefüge in der Götterdämmerung, als wir das in den Musikdramen in den drei Abenden vorher haben. Angefangen haben wir den ganzen Ring ja mit einer leeren Bühne, auf der lediglich ein vergessenes Klavier steht, das alltägliche Probeninstrument, das das Orchester ersetzt, das Instrument, an dem der ganze Ring entstanden ist, an dem es das erste Mal überhaupt das Licht der Öffentlichkeit gesehen hat. Eine leere Bühne, auf der plötzlich ein Flüchtlingskollektiv auf der Suche nach einer neuen Heimat aufgehalten wird. Von diesem Impuls aus, dem Öffnen des Klavierdeckels und der Intonation des Tones S, aus dem sich im Vorspiel von Rheingold alles entwickelt, lässt sich das Kollektiv auf ein Spiel ein, verwandelt sich also in unterschiedliche Figuren, versucht bestimmte Mechanismen und Probleme anhand von Spiel zu klären. Und nun hat sich das Ganze so verselbstständigt, dass wir eigentlich in unserer Wirklichkeit angekommen sind, so wie Siegfried tatsächlich am Giebichungenhof erst einmal in der menschlichen Realität landet. Richard Wagner war es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass er, anders als noch bei Lohengrin und Tannhäuser, nicht an historisch-dekorativen Elementen Interesse hat, sondern tatsächlich an mythischen. Den Menschen ohne konventionelle Zutat vorzuführen, notiert Cosima im November 1873 in ihrem Tagebuch als die Kernaussage von Richard Wagners Götterdämmerung. Und den Menschen ohne konventionelle Zutat vorzuführen bedeutet, den Menschen im Hier und Jetzt, sprich in der Deutschen Oper Berlin, während einer Götterdämmerungsvorstellung auszustellen, einzuladen, mitzunehmen. Das heißt, im Spiel sind die Grenzen zwischen der Bühne und dem Spiel und dem Auditorium und dem Spiel, das wir Zuschauer durch aktive Rezeption betreiben, gänzlich aufgehoben. Und diese porösen Grenzen bespielen wir auf mehrfache Art und Weise, um deutlich zu machen, dass das, was verhandelt wird, nicht nur im Spiel abstrakt passiert, sondern ganz klar unseren Alltag mitbestimmen kann. Die Wolkenskulptur, die wir hier sehen, hängt seit 1978 in der Deutschen Oper Berlin, damals ein Geschenk der American Chamber of Commerce an die Berliner, die ihren 75. Geburtstag gefeiert haben. Ein Werk von George Baker, Alunos Discus, ein Werk 10 Meter lang, 3 Meter hoch, 1 Tonne schwer, das natürlich als kinetische Skulptur nicht nur eine besondere Art von Betrachterstandpunkt herausfordert, sondern tatsächlich eng mit Wagner verbunden ist. George Baker war mehrfach Gast hier an der Deutschen Oper, hat schon während Parsifal-Vorstellung sich das Grundkonzept dieser Skulptur ausgedacht und sie wurde 1978 während eines Ringzyklus zwischen Siegfried und Götterdämmerung eingeweiht.
Und dieser Moment einer sich bewegenden Skulptur, die wir nicht nur zitieren, um uns tatsächlich auf Holzpaneelen montiert, sichtbar im Foyer der Deutschen Oper zu bewegen, unsere Giebichungenhalle, sondern ein Moment, das für eine Art von Kunst steht, die wir dupliziert, vervielfacht haben, um dann auch eine bestimmte Erwartungshaltung sichtbar zu machen. Das heißt, wir haben also ein künstlerisch-spielerisches Element, hinter dem sich dann nicht nur unsere Wirklichkeit verbirgt, sondern auch die geschichtliche Wirklichkeit des Rings. Das heißt, wir werden auch mit ein paar Elementen der Uraufführungsästhetik, den Kostüm von Karl Emil Döbler und den Entwürfen von Josef Hoffmann spielen, sodass deutlich wird, dass sich hinter so einer Kunstscheibe doch eigentlich im Betrachterstandpunkt etwas wie Erwartungshaltung, wie Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste verbergen. Und daher werden wir zu nichts anderem als eigentlich zu den Flüchtlingen am Anfang von Rheingold, die genau mit diesen Elementen in ihre Koffer gepackt sich auf eine Reise machen und hoffen, im Ring eine neue mythische Heimat zu finden. Da ist sicher die interessante Frage nicht, was auf der Bühne inszeniert werden wird als behauptete Identität eines sich im Spiel Suchenden, sondern da muss die Frage tatsächlich offen bleiben, was hat dieses Spiel eigentlich mit uns als Zuschauer gemacht, die wir ja nicht außerhalb des Spiels stehen, sondern vielmehr als aktiv Rezipierende Teil dieses Spiels sind. Und deshalb möchte ich viel weniger die Frage beantworten, als sie vielmehr stellen. Wenn die Götterdämmerung am Ende des Zyklus den Abend beendet hat, wird für uns die Frage relevant werden, die wir individuell beantworten. Und ich hoffe, dass wir dann pro Abend mehrere tausende Antworten erhalten werden.